Aber gut. Ich wollte sowieso eigentlich nur, also ich wollte eh eine ohne Glas, von dem her ist jetzt auch nicht so traurig, aber hat mich trotzdem getiltet. Ja, man sieht es wirklich kaum. Ja, man sieht es auch in echt kaum. Sind wir mal ehrlich, aber egal. Ja, das tut mir leid. Ein Chaos, klar. Aber ich sehe. Ach, jetzt reden die weiter. Transferdokumente, Mannschaftslisten. Keine Ahnung, was ich damit anstellen kann. Aber das wird sicher nützlich. Das war weit weg, ne? So. Erinnerungsmalerei. AKA schwarzer Bildschirm. Ah, doch nicht. Was? Q und R. Okay, das ist neu. Das letzte Mal mussten wir noch diese Kreise mitverfolgen. Ah, here we go. Okay. Hauptsache, diese scheiß Hunde rennen hier vor mir rum, Alter. Wenn die mich jetzt angreifen, dann tilt ich komplett aus dem Leben. Seht ihr das eigentlich, wie krass ich das hier mache? Ich glaube, jetzt kommen die Schwierigen, oder? Hä? Was geht denn jetzt ab, Alter? Ja, aber die sind auch noch in Ordnung, Alter. Aber wenn ich auf zwei Bahnen gleichzeitig mitlaufen muss, das sind immer, da wird es ein bisschen weird. Ich frag mich, wenn ich jetzt verkacke, ob ich das alles nochmal machen muss. Oh, was geht jetzt ab? Ich konnte noch nie schielen, Alter. Auch als Kind schon nicht. Ich glaube, jetzt wird es mir zum Verhängnis hier. Pro Gamer. Pro-Gamer. Dieser Ort. Die Klänge allein sind genug, um ein Bild zu malen, das es wert ist, von allen gesehen zu werden. Das Rauschen des fallenden Wassers. Der in der Nähe fließende Strom. Das Rascheln der Blätter. Das Knarzen des Holzes. Das Rauschen des Windes zwischen den Felsen. So. Hier gibt's noch mega viel. Geh mal dahin. Und der Duft, eine Frische. Das ist eine Zeit lang ein bisschen geschielt. Wie kann man denn eine Zeit lang ein bisschen schielen in manchen Situationen, Digga? Wie soll das funktionieren? So, Vogel, komm her. Kran. So. Geht? Ja, okay.
Wenn du das sagst. So, wohin wollen wir? Oh mein Gott, Alter, ganz nach oben. Wow. Ja, er kommt gar nicht drauf klar auf dieses Fliegen. Chill, chill, bitte lande einfach, Junge. Alter, was ist das? Was ist das? Warum kann ich das nicht scannen? Bestimmt irgendwas Krasses. Himmelsfelsenmoos. Fortgeschrittener Vivianitharnisch. Gucken mal, wie der aussieht. Glaub, den finde ich ganz cool. Den nehmen wir auf jeden Fall mal. So. Dann haben wir einmal den Glockenzweig, aber der ist recht weit unten. Und den Tarsiusetzling, aber der ist auch. Ja, okay, ist eigentlich egal. Ja. Ja. Hä? Ah, da oben. Ja, ja. Alter, was geht bei denen ab? So, dann haben wir dich, dann kommst du noch. Los, Nimun! Ja, ja! Hm. Ja. Wieder irgendeine Höhle, oder? Was ist mit dir? Ja, hier. So, wir brauchen immer noch diese komische Höhlenwurzel. Vielleicht finden wir hier endlich mal eine. Aber sieht leider nicht so aus. Nope. Schade. So. Sehr schön. Dann haben wir das auch alles. Wenn ich noch... Stimmt, wir hatten das Forschungslabor, hatten wir hier noch. Wer bist du? Katzenohrpflanze. Eine musikalische Pflanze, die normalerweise in Gruppen wächst und sich allen zuwendet, die sich ihr nähern. Echt jetzt? Tut sie das? Alter, wie geil. Wenn ich jetzt hier bin?
Das sind halt so Details, die ich einfach geil finde. Völlig unnötig. Völlig unnötig, aber einfach reinprogrammiert. Die hier ist ein bisschen hängen geblieben. Die kommt nicht ganz mit. Aber egal. Irgendwie geht's unserem Vogel nicht gut, Alter. Hat der Hunger, oder? Der ist ein bisschen zickig gerade. So, wo wollen wir hin? Hier, 1 Kilometer. Let's go. Nice. Was sagt die Luft? Luftfeuchtigkeit wollte ich schon sagen. Luftverschmutzung? 10%. Okay. Cool. Ich hätte gedacht, wir kriegen hier so ein bisschen was von dem Nebel weg, wenn wir das machen, aber... Boah, leider nicht. Okay, was sagt unsere Quest? Ist immer noch über unserem Level. Da machen wir hier weiter, glaube ich. Sprich mit Alma im Eingangsknotenpunkt. Ach so, stimmt. Hauptquartier des Widerstands. Da war ja was. Die Frage ist, ob wir hier unten einfach lang fliegen und hier die Sachen mitnehmen. Weil wir müssen eh da hoch. Klingt doch gar nicht mal so blöd. Am besten von hier sogar. Imagine, wir hätten das alles laufen müssen. Wer seid ihr denn? Warum brennen die? Boah, wir müssen mal gucken, vielleicht können wir tatsächlich ein paar von diesen Zutaten, die wir brauchen, auch einfach kaufen für Clanruf. Das wäre natürlich super cool. Das wäre natürlich richtig geil. Ja, der Vogel ist ein bisschen ungeschickt. Er ist ein bisschen ungeschickt. Löwenbärenfaser, gut, ja, das haben wir auf jeden Fall irgendwo.
Ja, genau. Hier, zack. Sehr schön. Endlich mal irgendwas, was wir auch haben. So. Was ist hier für komische, riesige, tote Bäume, Alter? Sarentu-Totem. Ich frage mich, ob die Bäume hier auch irgendwas können, aber wahrscheinlich nicht, weil ich glaube, da kommen noch mehr. Ja, okay. Oder doch nicht. Sehe ich den von hier? Toten Baum? Was ist denn der? Ich war mal im verhangenen Wald. Vor Jahren. Warum warst du so weit weg von dem Kinglor? Ich habe den Kamedil. Bestimmt aus der Luft. Die Frage ist, wo ist unser Vogel? Da hinten. Steinplattenlabor ist aufgeladen. Hä? Was heißt aufgeladen? Kann das nicht aufgeladen sein? Noch ein Totem. Von wo habe ich wohl die beste Sicht darauf? Ich muss mir das genau ansehen. So. Okay. Okay, das habe ich jetzt nicht verstanden. So, von hier zeigt es... Ach, hier den Weg. So, dann waren wir hier. Weiter den Weg entlang. Okay. Da ist das nächste. Ah. Ich glaube, die waren entspannt hier, die Viecher. Ich glaube, die hatten mehr Angst vor uns, wie wir vor denen. Ich glaube, die sind easy. Was sind das eigentlich für Viecher? Ach, das ist Sturmbiest, lol. Okay, hier nach links. Stimmt, hier oben, oder? Nice. Beobachten. Das Totem ist, es überblickt das Land. Wie dieser Baum? Es ist groß, sehr groß. Aber der Baum ist, er ragt nicht über dem Land auf. Nicht imposant. Er ist eher, wie sagt man? Wachsam. Genau. Eine wachsam. Art Beschützer. Tiefe Wurzeln, robust, sie nähren das Land. Ja, das ist ein Beschützer. Sehr schön. So, dann haben wir hier, glaube ich, soweit alles. Dann gehe ich... Also Kapazität vom Heilungsbeutel gibt's. Aber ich finde keinen Skill, wo du deine, weißt, deine ganzen anderen Taschen für Kochzutaten, für Herstellungszutaten und sowas, die, da gibt's nichts. Hier! Ganz da oben, du kannst 10 Kochzutaten und Herstellungszutaten mehr tragen. Das brauche ich, Alter. Das ist aber auch das Einzige. 10 mehr. Toll.
Immer noch nicht viel. Bei Hersteller? Ja, genau, hier. Aber nur ein Skill. Okay, du hast, den habe ich schon. 5 weitere Kochzutaten und Herstellungs- und einmal 10. Aber das ist natürlich, hält sich natürlich stark in Grenzen. Das ist natürlich nicht allzu viel. 15 mehr. Also ich hätte es gern so irgendwie auf 50 erhöht und dann auf 75. Aber ja, besser wie gar nichts. Du brauchst was Neues. Ah, scheiße, der will auch Ersatzteile. Die haben wir natürlich ein nicht mehr. Look ist nie falsch. Wo ist denn hier, wie hieß der? Sokglack. Der hat uns doch Dinger verkauft. Für RDA-Dienstpläne. Da haben wir doch einen gefunden jetzt. Wo ist denn der Boy? War der nicht auch irgendwo hier im Erdgeschoss? Ja, war der oben? Das Problem ist, du brauchst nicht viel. Und ich habe halt den Fehler gemacht. Klar, das kann ich jetzt auch alles wegwerfen, aber ich habe halt am Anfang den Fehler gemacht. Ich habe alles gesammelt. Also ich habe hier 25 Nachtblattäste. Ich habe hier Löwenbeerfasern zum Abwinken. Waldseegras. Achso, das muss ich abgeben bei den Dingern. Ah, das hätte ich sogar gehabt. Ja, dann habe ich Schutzfrucht 1 Million Stück. Und dann ist halt dein Beutel direkt voll. Aber ihre Werkzeuge. So, wer wollte Waldseegrasbast? Höhlenwurzel? Hier, das machen wir kurz. Komm. Du kannst es ablegen und du hast ja auch eine... Du hast ja auch ein Versteck sozusagen. Du hast ja so eine Aufbewahrungstruhe im Lager. Da kannst du es auch reinpacken. Aber dann muss ich da, wenn die dann irgendwas wollen, dann muss ich zu der Truhe gehen, gucken, ob es da drin liegt. Ich weiß nicht. Ich finde, man hätte das Inventar einfach ein bisschen größer machen können. Also ich sehe halt den... Ich sehe halt den spielerischen Vorteil nicht davon, das Inventar so krass zu begrenzen. Ist ja nicht so, als ob das Game dann irgendwie mehr Spaß macht oder als ob das irgendwie... Ja, also es macht einfach keinen Sinn für mich. Wir haben Hunger. Wir essen mal was. So. Jetzt müssen wir aber immer noch Sokbleck suchen oder wie der heißt. Ich finde es immer noch so geil, wie die Namen aussprechen. Na, wie... So, wo ist der Boy? Hä? Ja, ich habe mit dem Kühlschrank geredet. Hilf mir, mich zu konzentrieren. Ach so, in Ordnung, sagt doch keiner was. So, sie war es nicht. Sie war es nicht. Hier stand er immer. Genau, bei den Bögen. Machen könnten. Ich meine, wo ist der? Nicht nein sagen, aber wie genau stiehlt man eine ganze Druckstation? Okay, dann halt nicht. Alma? Du siehst so anders aus. Ich bleibe die meiste Zeit mit euch verbunden. Ich gehöre zu euch. Ha, du siehst anders aus. Und auch nicht. Ich habe mich nicht verändert. Aber du gehörst immer mehr zu den Na'vi. Ich hätte nie erwartet, dass sich uns die Adanahe anschließen. Und jetzt sind wir stärker als je zuvor. Das kam von draußen. So begrüßt du nach all dieser Zeit einen Zarentum? Ich musste es selbst sehen. Er hat noch nicht einmal gezuckt. Furchtlos wie die Sesua. Oder einfach nur träge. Das kommt darauf an, ob ich das Ziel war. Mein Name ist Nessim Oloekdan von den Sesua. Und kein Krieger auf Pandora kann unsere Speere besiegen. Dann hast du uns nicht kämpfen sehen.
Ich habe gehört, du hast diese Weber aus ihrem Baum gelockt. Aber die Himmelsmenschen zerstören unser Land auch. Wir kennen sie. Nur zu gut. Ich hole Alma. Sag, was du denkst, Rednella. Wir haben denselben Feind. Wir kämpfen gemeinsam. Jemand wird euch aufsuchen. So wie unser Volk einst. Meine Schwester Minang jagt unter den Bögen der Feierlichkeit. Und da, lass den Drachen steigen, so wie unsere Reiter. Und sie wird zu dir kommen. Ich verstehe manchmal einfach nur die Hälfte von dem, was sie mir sagen. Bereite dich vor, bevor du die Sessua Zeig aufsuchst. Lass den Drachen steigen wie unsere Reiter weit. Und sie wird zu dir kommen. Ja, okay, hey, Alter. Priya, hab was gefunden. Sieht wie eine Namensliste aus. RDA-Namen. Und ihre Stationen? Oh, sowas wie ein Dienstplan nehme ich an. Du bist echt clever. Knaufst die Liste und trittst den Leuten... Was? Oh, warte eine Sekunde. Du willst was? Solek ist interessiert daran. Sehr interessiert. Ich weiß, aber der war gerade nicht da. Priya meinte, du kannst vielleicht etwas mit dem RDA-Dienstplan anfangen. Die Notizen der Menschen. Die Computer. Du verstehst was davon? Sicher. Suchst du nach Computerteilen? Daten, Namen, Orte. So wie das, was du gefunden hast. Ich habe Gerüchte gehört. Überlebende RDA-Soldaten. Aus der Schlacht der Halleluja-Berge, die meinen Clan zerstörten. Sind wieder an anderen Stellen auf Pandora stationiert. Finde sie und ich erledige dann den Rest. Ich besorge dir dafür alles, was du willst. Yo, Digga, wohin, Alter? Tschüss. Okay. Aber wir können jetzt hier unsere Nebenquests machen, weil wir sind jetzt Level 8. Wusste. Alter, das ist auch da oben. Jo, okay. Alter. So, in dem Fall fangen wir hier, glaube ich, mit diesem Türmchen an. Und dann geht's von hier aus los, Alter. Let's go. Nesim ist eine Kämpferin. Warum kämpft sie nicht öfter für uns? Ach, shit. Ich wollte eigentlich noch ein paar Sachen in die Truhe packen, das habe ich jetzt vergessen. Es wird anders sein, aber wir sind für alles bereit. Du musst ohne deine Ikram gehen. Sie wird dir nicht ins Grasland folgen. Warum? Der Himmel ist dir fremd, zu weit weg von hier. Du musst der Bindung trauen, auch wenn sie neu ist. Sie folgt dir, wenn du das Land und die Gefahren besser kennst. Wie kann ich dann reisen? Du wirst lernen. Wenn du bereit bist, zeigen dir deine Vorfahren der Sessua den Weg. Fliege erst einmal zu den Wasserfallklippen. Das Höhlensystem dort reicht bis ganz zur Prärie. Alles platt machen, sage ich. Mal sehen, wenn du sie permanent ausschalten möchtest. Ah, genau. Auf zum Hauptcomputer. Okay, das heißt, wir gehen jetzt in ein neues Gebiet und wir können unseren Ikran nicht mitnehmen. Ich hab nicht vor, aufgespießt auf einen Feind. Oh. Oh. Oh, nee, warte mal. Erst mal dich hier. Bitte bleib stehen, bitte bleib stehen, bitte bleib. Ja, sehr gut. Treffe ich das? Nein, der Bogen war nicht gespannt. Traurig. Ich bin nur hier um. Was geht hier vor sich?
Einer gehört. Sehr gut. So, wir machen das jetzt mal ganz entspannt hier im Stealth. Mal gucken, wie weit wir kommen. Guckt er zu mir? Oder guckt er da auch? Kann ich den mit einem Schuss ausschalten? Ja, können wir. Oh, kann das sein? Wird das das erste Lager hier, das wir im Stealth eventuell mal schaffen? Es sind, glaube ich, nur noch zwei. Tatsache. Ach Mann, Alter, was war das für ein Schuss, Junge? Was sind das für Schüsse, Alter? Was ist der Plan? Sabotiere die Datenbank. Okay. Schalte die beiden Laserbohrer-Sicherheitskontrollen ab. Sehr schön. Oh, da kommt wieder eine große Base. Oh mein Gott, da kommen zwei große... Holy shit, Alter. Aber die macht keine Luftverschmutzung, warum nicht? Oder ist es das hier dann? Ah ja, doch, das ist das. Ja gut. Da werden wir wahrscheinlich dann auch ein bisschen beschäftigt sein mit den zwei Bases. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, dass wir unseren Vogel nicht mit in das neue Gebiet nehmen können und dass hier wieder diese scheiß Hunde rumrennen. Was für Sounds, Alter. Ich zittere immer noch. Hä? Ist hier einer drin? Hä? Wo kommt er denn her? Nice. Wir sind
heute früh einem wahnsinnigen Natterwolf begegnet. Wir müssen etwas tun, sonst wird auch jemand von uns zerfetzt. Ach, das ist eine Frau? Lol. Okay, sorry. Wer hat Bock auf Dienstagsfilmabend? Ich hab die krasseste Slasher-Sammlung diesseits des ACA. Jage die Bestien, die dem Wildchen zusetzen. Mal wieder. Okay. Wo? Oh, da unten. So. Wobei ich sagen muss, das hätte ich auch nicht gebraucht. So eine Quest, wo du halt irgendwie gefühlt 20 Mal machst an unterschiedlichen Orten. Ich finde, in einem Game, das sowieso schon so riesig ist, kannst du auf sowas halt echt gut verzichten. Wir sind noch im Suchgebiet, oder? Tot. Ja. Zerfetzt. Bestien? Wie kommt der hier hoch, Alter? Viele Bestien hier. Es gibt bestimmt noch mehr. Ja, da hinten. Hier. Shit. Alter, wir haben immer noch nicht alle. Hier sind noch welche. Warum hauen die ab? Junge, komm doch hierher. Sieh dir die RDA-Leiche genauer an. Was für eine RDA-Leiche? Hier, lol. Hajir? Habe eine Meute Bestien entdeckt. Scheint, als ob sie eine RDA-Patrouille angegriffen haben. Danke, dass du sie erledigt hast. Die RDA hat es verdient. Aber das ist kein schöner Tod. Es ist richtig, sie zu erlegen. Aber das schlechte Gewissen tötet mich. Ich mach das nicht mehr. So viele tote Bestien. Aber es war notwendig. Zwei Skillpunkte, okay, Hersteller.
Gib mir mehr Itemplatz, danke. Nice. So, okay, dann Glockenzweig. Vogel. Alter, was geht denn hier ab? Hoffe, es gefällt dir, Nimun. Yo. Ja, ja. Drin, oder? Dann gehen wir mal hier zum Lager. Wieder in Ordnung. Das tut er immer. Himmelsfelsenmoos besser. Okay, alles klar. Mein Freund, hast du... Die Kinglor verlassen unseren Heimatbaum und kehren in den Wald zurück. Doch zu viele sind noch hier. Etua fragt nicht gerne, aber ich glaube, sie braucht Hilfe. Hast du gehört, was Etua gesagt hat? So, neue Quest. Späte Flügel, aber wo? Sprich mit Etua im Kinglor-Nest des Heimatbaums, Alter. Scheiße, ach so, nee, das war ja hier oben. Stimmt, stimmt. Okay. Ja, why not? Dann machen wir das kurz. Manchmal einen kleinen Schubs. Eine kleine Einflucht. Mayantu. Meine Schülerin Neitu fühlt sich in letzter Zeit gar nicht gut. Sie ist auf dem Weg zur Kolonie gestürzt. Ihre Träume sind geplatzt, ihr Selbstvertrauen ist weg. Nun traut sie sich gar nichts mehr zu. Sie wird es überwinden. Vielleicht braucht sie nur eine Ermutigung. Begreifst du jetzt, wie sehr wir euch brauchen? Wir Aranahe können gut weben, aber Sarentu geben anderen Hoffnung und Mut. Neitu wird sich dir sicher anvertrauen. Jeder hört gerne etwas Neues. Vielleicht bringt sie dir sogar das Weben bei. Alter, ich muss mir echt die Filme nochmal angucken. Ich frage mich bei so vielen Dingen, war das im Film auch so? Was für ein reizender Anblick du bist, Kind. Danke. Hör ich öfter. Ich frage mich bei so vielen Dingen, ob das im Film genauso war, aber das ist halt einfach 20 Jahre her und den zweiten Teil habe ich... Muss ich ehrlich zugeben, habe ich eigentlich noch nie gesehen. Als vergeblich zu lieben. Den muss ich auch irgendwann mal angucken. Laufen die irgendwo auf Netflix oder so? Kann man sich das irgendwo angucken? Disney Plus? Ja, geil, das habe ich sogar. So, du wolltest mit mir sprechen. Du bist zurück. Ja. Ah, der Duft. Die süßen Kinglor-Blumen zaubern allen ein Lächeln ins Gesicht.
Eine neue Königin wurde geboren. Dank dir ist dies nicht mehr das einzige Nest. Der Wald ist bereit für die Rückkehr der Ginglor. Doch sie brauchen Hilfe. Die neue Königin kennt nur den Heimatbaum. Ich möchte helfen, wenn sie mich lässt. Das wird sie. Stetes Herz sieht stete Flügel. Erinnerst du dich? Du musst sie nur in den Wald führen. Sie wird das war nicht so, ja, okay. ihr neues Zuhause wählen. Aber beobachte sie. Sie wird dir zeigen, wohin es geht. Meide Gefahren, vor allem Wasser. Ich werde mein Bestes tun, um sie zu beschützen. Andernfalls wird sie davonfliegen. Vielleicht sogar hierher zurück. Es sei denn, sie macht an einer Blüte Halt. Also ich habe auch ein Testvideo gesehen von GameStar über das Game hier. Und die haben sich auch so ein bisschen drüber lustig gemacht, dass die halt in der deutschen Sprachausgabe immer na, wie sagen. Oder auch die ganzen Namen, Sobgleck und so dieses Abgehackte. Meine Freundin, es wird Zeit für ein neues Nest für euch. Kämpfen, schwimmen, fliegen und reiten erhöhen die Stressbelastung der Kinglor-Königin. Warum können wir eigentlich noch nicht reiten? Warum können wir eigentlich fliegen, bevor wir reiten können? Ist normal nicht immer andersrum? Ach, Sprinten gibt auch Stress, oder? Geht es wieder runter mit der Zeit? Sieht nicht so aus. Oh, scheiße, Alter. Ja gut, ist nicht so weit. Du musst der junge Sarentu sein, von dem Nevika pausenlos spricht. I love it, Alter. I love it. Gib mir eine Quest, bei der ich im Schleichtempo irgendwo hinlaufen muss. Ich habe meinen Fuß verletzt. Ja, immerhin kann man ein paar Stöcke auf dem Weg einsammeln. Natürlich hast du das. Es ist fast Zeit, Essen zu machen und wir haben noch nichts gefangen. Lass uns nicht streiten. Alter, sogar Laufen erhöht hier Stress? Oha. Alter, wenn mich jetzt irgendein Viech angreift und die scheiß Motte zu gestresst ist, dann fliegt die komplett zurück. Boah, das müssen wir auf jeden Fall verhindern, Alter. Das müssen wir auf jeden Fall verhindern. Ich hätte so gar keinen Bock, das nochmal zu machen. Bin ich ehrlich. Ja gut, bei uns, wir können es... Ach so, meinst du, der hat Reiten nicht gelernt, sondern nur Fliegen. Ja, das ist... Ja, stimmt, das glaube ich auch. Hä? Warum sehe ich mein Questziel nicht mehr? Ach hier, lol, wir sind schon da. Ja, okay. Dann, wenn jetzt nicht gleich noch eine Blume kommt, zu der ich hin muss, dann war es ja noch entspannt. Städte, Flüge, wenn ich das schon wieder sehe, Teil 1. Wir können uns hier wieder treffen, falls etwas schief geht. Das heißt, wir machen das irgendwann nochmal mindestens 5-mal. So, wohin jetzt? Da hoch, okay. Ach so, das Nest ist komplett woanders. Das sind jetzt nur Checkpoints sozusagen. Okay, wir müssen kurz schwimmen. Ach, wow. Tschüss. Alter. Wir dürfen ja Wasser nicht mal berühren, Alter. Sie ist ja komplett eskaliert. Du hast dich gestärkt. Lass uns jetzt deinen Baum finden. Alter, was sind das für Sounds, ey? Okay, diesmal gehen wir über den Baum da oben. Ich meine, wenn ich sprinte, geht das Stresslevel obviously schneller hoch. Ich frage mich aber, ob das Stresslevel sozusagen auf einen Meter gesehen
genauso schnell hochgeht, weil wir bewegen uns ja auch schneller fort. Glaub aber nicht. Es ging jetzt schon verdammt schnell hoch. Aber ich glaube, da oben ist schon der nächste Checkpoint. Ja, okay, dann können wir auch rennen, wenn das eh da oben ist. Das schaffen wir schon noch. Scheiße, ist doch nicht hier oben. Yo, das ist einfach da drüben. Wer ist mit hier auf den Baum? Und dann, das sieht gut aus. Scheiße, wir hätten gar nicht hier hochgemusst. Lass uns nach einem Baum zum Ausruhen suchen. Du gehst dann mal? Alles klar. Harry, ich wünsche dir einen schönen Abend. Oder eine gute Nacht. Was auch immer du jetzt noch vorhast. Okay, ich glaube, wir sollten entspannt laufen. So, da oben ist es. Ganz ruhig bleiben. Danke dir. Ich glaube, wir sind da. Super. Ja, sind wir da? Ah, hier. Bitte lass es das Nest sein. Gut aus. Geschafft. Viel Freude im neuen Heim. Kokonfaser, okay. Haben wir die für irgendwas wollt die irgendwer haben? Nee, gell? Schade. So, dann back to Heimatbaum. Sie schmücken wie Feder. Ich wusste, Gattnack wird den Mut in seinem Herzen finden. Weißt du, wo Etu hingeht, wenn er mit Etua verschwindet? Nein, war hier nicht auch so eine Truhe, wo wir Sachen reinpacken? Ja, genau, okay. Weil, dann kommen jetzt hier mal der ganze Scheiß rein. Nein, das, ja doch, das auch. Dass wir wieder ein bisschen Platz haben in unserem Inventar. Dann mal die ganzen alten Rüstungen. Die ganzen Mods, genau. Essen können wir behalten. Du kannst weg, du kannst weg. Ich finde einen
Ich meine, wenn wir irgendwas herstellen wollen, dann müssen wir halt immer wieder hier im... Wobei eigentlich, ja... Kochzutaten können wir eigentlich behalten. So, Herstellungsmaterial. Ihr könnt weg. Herstellungsmaterial. Ich meine... von 200, auch das ist halt irgendwann voll. Ich habe jetzt aber schon noch Waffen ausgerüstet, oder? War das jetzt alles? Ah ne, Gott sei Dank. Warum verlangt Nivika das von mir? Es ist viel zu schwer. Du willst dich verbessern? Ja, warte mal, wir können mal mit dem Koch reden. Bleib wachsam, Kind. Du musst der junge Sarentu sein, von dem Nivika pausenlos spricht. Ich höre, Nivika hat in der Webstube ein kleines Projekt für dich geplant. Sie fragt nach dir. Unter ihrer Führung wird letztlich jeder zum Weberlehrling. Mein lieber Freund. Alter, warum hat sich gerade mit Dialogue einfach seine Stimme verändert? Von einem Mann zu einer Frau, Digga, was war das denn? Wo ist denn hier der Koch? Du siehst gut aus. Danke. Hä? Wo ist denn der Koch, der uns immer Sachen verkauft hat? Warum sind die Leute nicht an ihrem Platz, wenn ich sie brauche? Warum verlangt Nivika das von mir? Nivika hofft, dass du mir das Weben beibringen kannst. Du verwechselst mich mit einer anderen. Ich kann nicht einmal einen Ikran fliegen, um mein Material zu sammeln. Wie sollte ich dir etwas beibringen? Ich besorge, was wir brauchen. Nivika glaubt, dass du viel zu lehren hast. Das kann nicht sein. Warum würde sie denn so etwas sagen? Das weiß ich nicht. Ich bin nur hier, um zu lernen. Das heißt, wenn du mich als Schüler akzeptierst. Viel kann ich dir nicht beibringen, aber ich schätze, wenn du mir Quetschmoos bringst, kann ich dir vielleicht ein bisschen was zeigen. Quetschmoos, Digga. So, hat sie vielleicht welches? Das wäre natürlich jetzt super entspannt. Was benötigst du? Pfleg deinen Bogen gut. Oder hätte... Ich dachte, es sei neue Farbe. Die ist auch nicht... Kann das vielleicht sein, einfach weil Nacht ist? Dass sie nachts irgendwie schlafen oder so? Quetschmoos. Auf Felsen in den Gewässern des Kinglor-Waldes. Was brauchen wir? Gutes oder ganz normales? Besser. Quetschmoos besser. Okay. Und einen Zahn brauchen wir auch. Okay, dann gehen wir von hier mal nach Süden. Gucken wir mal, ob wir da irgendwas finden. Warte mal, wo ist Süden? Hier ist Süden. Alter, was soll das?
Alter, chill. What the fuck? Oh, hier irgendwo sind, das sind noch Felsen, oder? Im Gewässer. Bist du Quetschmoos? Oh ja, geil. Beste Qualität Regen. Es sieht doch gar nicht mal so schlecht, es regnet doch. Ist doch cool. So. In welche Richtung ziehe ich dich? Nee, nicht in die. In die auch nicht. Nach links, okay. Das reicht für Nate, du nicht. Warum nicht? Weil es nur gut ist. Warte. Dann suchen wir wohl weiter. Materialkorb, Dunstblüte. Wir gucken mal in den Materialkorb. Vielleicht ist da irgendwas Sinnvolles drin. Schlammkriecherfisch besser, okay. Das reicht für Nate, du nicht. Danke für die Gaben. Die bringen mir nichts. Jo, das freut mich, Snipes. Schön, dass du da warst. Ich wünsche dir auch auf jeden Fall einen schönen Abend, gute Nacht. Und ich schätze mal, also ich bin morgen auf jeden Fall wieder am Stream. Ich weiß noch nicht sicher, ab wann. Was haben wir denn morgen? Ich habe 4 Wochen Urlaub. Ich habe keine Ahnung mehr, was wir für einen Wochentag haben. Sonntag. Okay, morgen kann ich eh nicht einkaufen oder so. Ich werde morgen wieder so ab Mittag, früher Nachmittag werde ich wieder online sein und streamen. Hier auf jeden Fall eine schöne Nacht und ich fahre mal weiter meinen Quetschmoos hier. Vielleicht habe ich es morgen früh. Aber hier ist auf jeden Fall keins mehr. Schade. So, Richtung Osten können wir weitersuchen. Ciao, ciao. Welch Gaben Eowa mit uns teilt. Sei gegrüßt. Schön, einen Freund zu treffen. Kochst du? Keine Sorge wegen dieses Tieres. Mm. Ich sehe es jeden Tag. Das brauchen wir auch. Sehr geil. Das darf ich nicht essen oder so aus Versehen. Da ist irgendwas. Ja, da ist Quetschmoos. Give me that. Wie viele Fähigkeitspunkte hatten wir? Einen, scheiße.
Auch nur gut. Mann! Ich muss sagen, diese Farmquests hier, Alter, die tilten mich auch irgendwie. Jetzt komm schon, komm schon. Das wird's. Oder ist es, weil es nicht regnet? Ich weiß es nicht. Was sind das für Fährten? Natterwolf, Digga. Ich glaube, wir hatten auch irgendeinen Skill, den wir lernen können, dass die Sachen, die wir farmen, eine bessere Qualität haben. Also das brauchen wir auch auf jeden Fall, weil das ist ja hier, das ist ja super annoying, hier 45 Moos zu farmen, bis ich eins in der richtigen Qualität habe. Unten gibt es bestimmt noch was. Sind wir überhaupt noch im Kinglor? Ja, okay, sind wir. Steht hier nicht was? Ah, selteneres Quetschmoos findet sich oftmals auf Felsen in den Gewässern am Färberkessel im Weberkreisgebiet des Kinglorwalds. Okay. Am Färberkessel, wo ist der Weberwald? Hier, ach so, Weberkreis. Färberkessel. Wo sind wir? Hier. Ah. Okay, das heißt, wir gehen mal ins Inventar. Okay, das kann ich hier nicht ablegen. Dann machen wir es gleich, wenn wir da sind. Dann placken wir uns mal darüber. Ich habe die krasseste Slasher-Sammlung diesseits des ACA.
Der Regenwald ist 500 Meter. Das Fliegende. So. Einen Hexapedenzahn brauchen wir auch noch, Alter, in guter Qualität. So, hier unten soll welches sein. Oh ja, ich sehe es schon, ich sehe es schon. Sehr gut. Das gefällt mir hier. Das gefällt mir. Das sieht schon dichter aus. Sehr geil. Okay, schön. So, ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. So, wo sind meine Hexapeden? Seltene Hexapeden findet man oft in der Nähe von Lichtungen und Flussbänken im Regenwaldbiom. Regenwaldbiom haben wir, glaube ich, auf jeden Fall genug. Hier, Regenwaldbiom und dann Lichtungen und Flussbänke. Das heißt, direkt von hier einfach nach Norden. So. Aber geh kurz aufs Klo und dann jagen wir. So, hier raus. So, wo sind jetzt meine seltenen Hexapeden, Alter? Da drüben? Ja, da sind ja echt welche. Geil, Junge. Sehe ich eigentlich, ob die selten sind? Oh ja, ich kann das vorher nachgucken, Alter. Oh lol, das ist ja game-breaking. Das ist ja jetzt... Okay, das heißt, wir brauchen die hier. Bitte renn nicht weg. Hm. Perfekter Kill. Danke für die Gaben. Perfekt für Nate, du. Nice. Schau mal hier. Natterwolf, oder? Weil wir brauchen ja immer noch diese komischen anderen Viecher da. Was sind das für Spuren hier? Diese komischen Echsen. Nee, schade. Schade. Okay, nichtsdestotrotz, nach 1 kommt 2. Wir machen jetzt erstmal das hier. So. Zack. Provoziere kein Chaos. Die Dinglor sehen schon viel glücklicher aus. Wer war das? Das war sie, oder? Wir brauchen Quetschmoos. Ja, hab ich doch. Beschaffen? So, und jetzt, aber bevor wir was Falsches machen. Fertige das Muster in Natus Anwesenheit an. Okay. Was denn? Natus Brustbandage. Okay. Nicht, dass jetzt das Falsche. Alter, seit wann können wir das hier? In der Herstellung. Alter, das war sogar ein ausgezeichnetes Quetschmoos, Junge. Krank. Okay. Hexapedenzahn und gib ihm. Wow, das ist spitze. Such's mir direkt mal aus, ey. Das ist safe besser wie unseres, oder? 40? 2, jawoll. Ist das alles? Kannst du mir mehr beibringen? Du solltest lieber Nevika fragen. Ich bin schlecht darin. Tut mir leid. Aber... Hör zu. Ich weiß, dass du mein Selbstvertrauen stärken willst. Aber Nevika verschwendet nur deine Zeit. Ich habe wirklich kein Talent dafür. Oder für irgendwas.
Höre dich am Heimatbaum. Menschen sind keine Gefahr. Sie Verzeih, ich höre, du hast Schwierigkeiten mit Netu. Nicht, dass du meine Hilfe bräuchtest. Netu glaubt, sie können niemandem etwas beibringen. Da liegt sie falsch. Sie erkennt meine Fehler bei der Arbeit immer sofort. Manchmal sogar, bevor ich anfange. Erst gestern hatte ich eine tolle Idee für ein Muster. Sie nannte gleich 15 Gründe, die mir klar machten, dass die Idee schrecklich war. Ist sie das nicht? Kannst du mir dein Muster zeigen? Vielleicht kann ich damit ihre Aufmerksamkeit wecken. Oh, wirklich? Du möchtest, dass ich es dir beibringe? Oh, wow. Meine Mutter sagte, dass die Kinglor in ihre Nester zurückkehren. Jetzt brauchen wir normales Quetschmoos und ich habe gerade mein ganzes weggeworfen. Wollt ihr mich verarschen? Oh Gott sei Dank, wir haben noch eins. Schön, dich wiederzusehen. Vielleicht sollte ich auch jagen lernen. Das darfst du nicht tun. Bitte hör auf. Das Muster ist grauenvoll. Hat Daewoo es dir beigebracht? Daewoo unterrichtet mich gerne. Ich habe sonst niemanden. Daewoo und deine dummen Ideen. Die anderen Clans werden denken, seine Arbeit stünde für alle Aranae. Wir brauchen trockenes Himmelsfelsenmoos. Es wächst in der grenzenlosen Weite. Schwer zugänglich. Du musst dorthin fliegen. Ja, Lehrerin. Bitte nenn mich nicht so. Ich möchte nur helfen, so gut ich kann. Zur grenzenlosen Weite zu fliegen mit einem Ikran. War das nicht hier unten? Nee, da war Wasserlauftal. Wo ist denn grenzenlose Weite? Da waren wir noch gar nicht, kann das sein? Himmelsfelsenmoos, hier. Aber was für welches brauchen wir denn? Also in welcher Qualität? Besser, okay. Auf den schwebenden Bergen über dem Schattenwald. Ja, da kommen wir ja hin. Das kriegt man hin. Das ist ja hier. Ah, das ist die grenzenlose Weite. Okay, easy. Können wir irgendwo hin schnell reisen? Ich glaube nicht, oder? Aber wir können... hierhin und dann einfach hochfliegen. So, die Frage ist jetzt natürlich, wo genau wächst es hier? Ja, ja. Deckenpilz? Nee. Ach, guck mal hier, was ist das hier? Himmelsfelsenmoos? Ja, das brauche ich. Wer bist du? Warum kann ich dich nicht scannen? Jotan-Nest. Ein ausgezeichnetes Jotan-Ei. Das nehmen wir beides mit. Kann ich hier absteigen von dir? Ohne zu sterben? Ja. Okay. Ausgezeichnetes Himmelsfelsenmoos. Alter, gib das her. Perfekt für Netu. Geil.
Und das ausgezeichnete Jotan-Ei hätte ich auch gerne. Er hat schon verkackt jetzt. Hä, warum muss ich das rausnehmen? Hä? Geht nicht. Ah. Tadellos und trocken. Stabil. Okay, cool. Dann wieder zurück. Wir müssen uns austauschen. Etua hat am Ende doch recht, was die Kinglore angeht. Oh, sie ist wieder da. Nee, doch nicht. Das ist sie gar nicht. Der wird das mögen, oder? Der Koch ist auch weg. Wo sind die ganzen Leute, Alter? Hast du gehört, was Etua gesagt hat? Scheiße, wir brauchen noch einen Zahn wieder, einen besseren? Ach nee. Aber wir haben einen, wir haben einen. Warte mal, hier in der Truhe. Aber nur Müll. Es müssen einfach mal alle aufhören, darüber zu reden. Sir. Rezepte. Nee, warte mal. Entwürfe, genau. Nein, Alter, bin ich auch hängen geblieben. Quest. Okay, wir brauchen wieder einen Hexapedenzahn, einen guten. Aus dem Regenwaldbiom. Wo waren wir da das letzte Mal? Hier unten? Hier? Nee, hier? Ja, doch, ich glaube. Ja, doch, hier. Überleg, ob es vielleicht irgendwo ein Regenwaldbiom gibt, wo auch gleich ein Sumpf mit dabei ist. Wo wir eventuell auch noch die diese komischen Echsen noch finden. Die wir auch noch brauchen. Werden die Himmelsmenschen heute Nacht bringen. Schwierig. Okay. Wir müssen genau in die andere Richtung. Ich muss sagen, diese... Diese komischen Echsen sind wirklich selten, Alter. Die haben uns ein paar Mal angegriffen. Wo,
sie mich einfach nur genervt haben. Und jetzt, wo ich sie brauche, kommen sie nicht mehr. Oh shit, Alter, was macht ihr denn hier? Junge, chill. Alter, kein Wunder sind hier keine Tiere, wenn die hier so einen Krach machen. Oh shit, das sind die Echsen, die ich brauche. Aber ist da eine seltene mit dabei? Nee. Aber ich brauche, was brauche ich für das, was brauche ich für das Rezept? Das hier. Scheiße, besseres Fleisch. Okay, ich glaube, oh mein Gott, hier ist ein Glockenzweig, wollte mich verarschen. Wo kommt der denn jetzt her? Einfach auf der Insel. Wer bist du? Kann ich nicht sammeln. Okay. Sturmbiest, Sturmbiest. Mann, warum sind hier keine Hexapeden, Alter? Ich glaube, wir versuchen es dann einfach nochmal da, wo wir vorhin waren. Keine Ahnung mehr, wo das war. Hier, glaube ich. Ja. Vielleicht finden wir hier noch eine. Mal gucken. Boah, ich glaube, ich werde aber auch nicht mehr... Ich werde auch nicht mehr alt heute. Merk schon... Oh, guck mal da. Da sind sie doch. Wer bist du? Bergekran? So, das ist eine normale. Ja. Die rechte brauche ich. Im Schlaf, Alter. Im Schlaf. Armes Tierchen, tut mir schon... Nice. Alter, diese Echsen nerven mich so hart, dass ich die nicht finde. Rabeus-Schleicher, fettes Fleisch im Sumpf-Niederungsbiom. Ja gut, mehr steht da halt nicht. Rabeus-Schleicher, fettes Fleisch. Das war ja das, was wir brauchen, oder? Ja.
Ein Sumpfniederungsbiom. Wir haben halt auch noch nicht so viele Sümpfe. Also wir haben den hier. Den könnten wir einmal ablaufen. Wir haben den hier, der ist aber ultra klein. Hier waren wir noch gar nicht. Mehr Sumpf haben wir nicht. Ich würde vielleicht einmal den hier irgendwie entlang walken. Er beunruhigt mich, arbeitet mit Metall und nutzt Waffen der Himmelsmenschen. Hey, du! Sich auf ein Wort! Doch niemand bekämpft auf ein Wort! So wild. Was für ein Tonfall hier? Die sind bereit, die Heimat zu verlassen. Etua sucht dich. Sie möchte dir die Ehre überlassen, denke ich. So. Also. Gucken mal, ob wir hier was finden. Epischer Scharlachpilz, okay. Nicht das, was ich suche. Vielleicht hätten wir fliegen sollen, aber ich habe halt Schiss, dass sie dann abhauen. Viele Fisch, aber mein Können lässt dich heute im Stich. Vielleicht kann ein Bogen mehr. Also vor allem die Viecher sind halt eh schon so hart selten. Und wenn du dann mal eins findest, dann hat es halt nicht die Qualität, die du brauchst. Hexapedenherde da unten, ey. Ja gut, ich meine, der Sumpf ist ja noch groß. Hier, das muss ich mir auch merken, hier gibt es ja unnormal viele Hexapeden, Alter. Zombies, Hexapede. Oh, was ist da hinten?
Das sind keine Echsen, oder? Bestimmt wieder Natterwölfe, Digga. Hallo, wer ist da? Die Sarentu und Aranahe sind befreundet. Ja. War klar. Es war klar. Hey, Freund. Bitte nimm deinen Bogen und setz dich zu mir. Es gibt genug Fische für uns beide. Mann, ich will keine Fische, Alter. Okay, Alter, scheiß drauf. Ich hab keinen Bock mehr. Kann ich schnell reisen? Ja. Oh, ich bin echt am Überlegen, ob ich diese Farmquests einfach weglasse oder halt nur die mache, wo wir halt eh die Materialien haben. Ich fühle das gar nicht, stundenlang irgendein Tier zu suchen. Ich sehe die Himmelsmenschen fliehen voran. So, was müssen wir herstellen? Natus Schal. Dich. Du bist gut. Mit diesem Muster tue selbst ich mich schwer. Das ist gut. Du kannst das alles viel besser als ich. Deine Technik erleichtert es mir. Unsinn. Du hast das Moos gefunden und das Stück selbst gewebt. Du hast es mir beigebracht. Du bist eine wundervolle Lehrerin, Neidu. Wie Nevika und Daheiwu gesagt haben. Ich? Warte. Nevika hat das gesagt? Und Daheiwu? Klar. Sie wissen, wozu du fähig bist. Selbst wenn du nicht an dich glaubst. Danke. Es war wirklich schön, mein Wissen mit dir zu teilen. Denkst du, dass wir diesen Krieg gewinnen? Wir haben es geschafft, Alter. Was, wenn nicht? Ein Fehler ist nur eine Lektion, die man noch nicht gelernt hat, oder? Schön, dich wiederzusehen. Was ist, wenn der Heimatbaum angegriffen wird? So, wir haben Skillpunkt 2, reicht uns aber nicht. Okay, Städteflügel Teil 2. Ich glaube, das machen wir noch und dann gehe ich schlafen. Weil nach so einem schönen 7-Stunden-Stream. Der eigentlich schon früher angefangen hätte, hätte ich meinen BIOS nicht updaten müssen. Bin ich auch irgendwann müde. Hier drüben, Freund. Yes. Let's go. Der Ginglor-Wald summt lebhaft und wird seinem Namen wieder gerecht. Eine neue Königin wartet. Bring sie weiter weg, ja? Die Ginglor sollen neue Gebiete entdecken. Ich versuch's. Es ist schön, sie wieder in freier Natur zu sehen. Gartner sollte glücklich sein. Jeder hat seinen Platz. Er ist froh, dass die Ginglor an ihrem sind. Meine Freundin, es wird Zeit für ein neues Nest für euch. Kommen wir hier raus? Nee. So, wie weit ist denn das? Wieder nicht so weit. Ich glaube, wir können wieder sprinten, oder? Stresst sie zwar schon extrem, aber... Aber runterfallen ist okay, oder? Ja. Das Leben ist wie Seide spinnen. Es ist immer noch eine Wendung nötig. Da müssen wir lang, okay. Wie
Schaffen wir das so? Ich glaub schon. Tut mir leid. Ich passe auf. Oh, scheiße, das... Oh, mein Gott. Ruhig und ziehen weiter. Oh, fuck, das Gift. Okay, jetzt müssen wir langsam laufen. Das Gift hat uns gekillt, Alter. Beziehungsweise die scheiß Motte. Boah, jetzt wird's knapp. Du kannst halt auch null einschätzen, wie weit es noch ist, aber ich glaube, es ist gleich da vorne. Sieht gut aus. Nice. Erster Checkpoint. Alles wieder gut, ja? Dann lass uns weiterziehen. So. Wie weit ist diesmal? Oh, diesmal ist ein bisschen weiter. Okay. Wir gucken mal, ob wir sprinten können. Kämpfen ist, glaube ich, ganz uncool. Ich glaube, da hat die überhaupt keinen Bock drauf. Oh shit, schwimmen ging ja auch nicht. Wasser war ja... Können wir auf den Stein springen? Stimmt. Mag ja kein Wasser. Ja. Lass uns nach einem Baum zum Ausruhen suchen. Oh lol, wir sind schon da. Easy. Easy. Alles wieder gut, ja? Dann lass uns weiterziehen. Tut mir leid. Ich passe auf. Alter, wo kommt denn das scheiß Gift her immer? Bleiben wir ruhig und ziehen weiter. Oh, da vorne ist es, glaube ich. In dem großen Baum hier drin. Oder? Ja. Gefunden. Wir sind gleich da. We made it. Wir sind da. Ich komme euch besuchen. Okay. Cool. Was haben wir hier noch? Ah, scheiße. Haben wir noch ein Himmelsfelsenmoos? Ich glaube, wir haben nur eins mitgenommen, gell? Das ist ärgerlich. Okay. Einen Rebenpilz und die scheiß Höhlenwurzel. Diese Fleischsuppe tiltet mich so hart, Alter.
Gut, alles klar. Ich mache hier Schluss an der Stelle. Ich gehe jetzt schlafen. Wir haben schön 7 Stunden voll gemacht. Genau, morgen geht's hier an der Stelle weiter mit Avatar. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend, beziehungsweise hier Rufuk. Als Last Man Standing, der noch übrig ist. Und genau, bis morgen. Schönen Abend euch. Macht's gut. Ciao.